Hallo und herzlich willkommen zu Adventure Park. Mal ein bisschen Abwechslung hier in unserem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut. So, und wir sollen jetzt ein paar Leute anklicken hier. Wie du siehst, verlangen einige Besucher nach mehr dekorativen Einrichtungen. Du findest Parkdekoration im Baumenü. Jetzt lassen wir erstmal das Spiel weiterlaufen. Du findest im Baumenü links, das gucken wir uns gleich mal eben an. Aber wo sehe ich denn das hier? Mehr Deko wäre toll, okay. Ah ja, okay. Mehr Deko, mehr Deko, mehr Deko. Das soll offenbar dieses Zeichen sein, dieses Lagerfeuerzeichen. Also, jetzt müssen wir Deko finden. Neue Dekoration, neue Pflanzen. Aha, hier, neue Dekoration. Okay. Pause. Wie du siehst... Achso. Suche dir beliebige Dekorationen und platziere sie möglichst dort, wo Besucher sich über fehlende Dekorationen beschweren. Ja, die kommen hier rein, haben diese tollen Blumenbeete und beschweren sich. Ich glaube, denen geht's so gut. So, was haben wir denn hier? Henkerstrophäe, natürlich. Gefällter Piratenschädel in Blau. Hohoho. Zack. So, Henkerstrophäen da. So. Haben wir noch eine Piratenflagge, natürlich. Hier direkt an die Attraktion ran. Und dann nehmen wir hier noch ein bisschen, was ist das? Eine Hirnkoralle? Okay. Aber nicht zu viel von dem ganzen Scheiß hier. So. So. Möglichst dort platzieren, wo sie sich beschweren. Aber hier jetzt beschweren sie sich ja nicht mehr so, ne? Das geht so langsam weg. Super, die Besucher finden die Parkdekoration toll. Du wirst aber sehen, dass die Besucher immer anspruchsvoller werden und... Klicken das mal wieder weg hier. Immer anspruchsvoller werden und nach weiteren Einrichtungen verlangen. Genauere Missionsanweisungen erhältst du ab jetzt immer über die Schaltfläche Aufträge, Menü rechts oben. Sieh doch mal nach. Jetzt gucken wir mal erstmal hier. Der Glück ist denn alles bestens, 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 bestens. Ah, yeah, das macht Spaß. Alles bestens. Alles bestens, alles bestens, alles bestens. Yo, Auftrag. Errichte zwei... Ah ja, okay, das sind mehrere. Erreiche eine Besucherbegeisterung von 100%. Das ist aber... Der Auftrag leitet also den Begeisterungswert der Besucher noch mehr zu steigern. Dazu musst du die Wünsche erfüllen und einige weitere Serviceeinrichtungen im Park verteilen. Serviceeinrichtungen findest du wieder im linken Menü. Neue Serviceeinrichtungen hier zum Beispiel. So, und dann sollen wir errichten zwei Toilettenhäuschen. Ja, okay. Also machen wir mal Toilettenhäuschen. Wo machen wir die denn mal hin? Eins hier direkt an den Eingang? Nee. Jetzt muss ich das ja wieder so... Dieses Drehen hier, das ist noch ein bisschen komisch. Weil es dreht sich immer genau in die andere Richtung. Also machen wir hier eins hin. Und perspektivisch soll unser Park ja größer werden. Das heißt, wir machen hier oben... Machen wir auch noch eins hin. Obwohl da die Leute nicht hinlaufen, ne? So. Errichtet zwei Serviceeinrichtungen Getränkeautomat. Ja, natürlich. Lecker Getränke und schöne Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. So gefällt mir das. Aber das mit dem Drehen, das habe ich noch nicht raus. Also wenn ich das so rumdrehe, dreht es sich genau andersrum. Seht ihr das? Und wo ist jetzt die Vorderseite? Die hier? Ich weiß es gar nicht. Wollen wir mal gucken? Hier, das kann man ja näher... Gucken wir mal näher ran. Nee, das ist die Rückseite. Das ist die Vorderseite. Guck mal, wie geil die Sachen noch aussehen. So, dann nehmen wir hier einen Getränkeautomaten hin. Und hier oben neben die Toilettenbude. Ach, toll. Okay, dann brauchen wir einen Snackautomaten. Da tun wir natürlich neben den Getränkeautomaten. Und dann machen wir so schön salzige Snacks rein, dass die Leute sofort wieder dann auch was trinken wollen. Und den anderen Snackautomaten nehmen die Bude hier. Oh, der wird auch bedient. Guck mal. Okay, dann errichten wir noch Süßigkeiten. Oh, hallo liebe Kinder. Der Onkel hat Süßigkeiten für euch. So. Naja, vielleicht sollen wir nicht alle an die gleiche Stelle packen. Jetzt machen wir mal einen hier hin. Und einen... an den Eingangsbereich. Zum Quengeln. Quengeln. Oh Mama, müssen wir schon nach Hause? Kriege ich wenigstens noch einen Bonbon? Ein Schokobonbon? So. Errichtet zwei Abfalleimer.
So, Abfall ist rot, natürlich. Da kann man ja nie genug davon haben, von Abfalleimern. Wir müssen die nicht ihren Müll mit sich rumschleppen hier. Ja, und da oben fehlt noch Dekoration, das ist mir natürlich auch klar. Und die Begeisterung lässt natürlich jetzt nach, weil wir natürlich hier ohne Ende gebaut haben, aber... Schauen wir mal. Mehr Deko. Ja, hier oben müsste mehr Deko hin. Dann schauen wir mal, was es hier noch an Deko gibt. Was will der denn hier für uns? Das haben wir doch erledigt jetzt. Also, mehr Deko. Pflanzen ist nicht Deko. Deko ist... wo war denn Deko? Deko war... Deko hier. Mittelgroße Felsformation. Na, das ist zu groß. Dann machen wir hier mal einen Felsenautomaten. Felsenautomaten-Ecke. Geht das? Jawohl. So, dann bauen wir hier noch so ein paar bunte Meereskreatur-Stangenteile hin. Da, wo die Mülleimer sind, dann haben die auch so ein bisschen, und hier bei das Bütchen, da haben die auch so ein bisschen Wiedererkennungswert, die Automaten. Und damit man die Automaten auch findet, kommt hier erstmal überall eine Piratenflagge hin, da wo die Teile sind. Na klar, wir haben es doch. So, wie viel Geld haben wir überhaupt? Uiuiui, noch 361. Oh oh. So, Aufträge erfüllt. Klick auf die Schaltfläche Park Gästebuch. Das ist hier oben, oder was? Die Besucher konntest du auf jeden Fall begeistern, doch zu einem erfolgreichen Park gehört auch wirtschaftlicher Erfolg. Und genau darum solltest du dich jetzt dringend kümmern, sonst droht dir früher oder später die Zwangsschließung des Parks. Am wichtigsten ist es im Moment, den Eintrittspreis am Parkeingang und die Preise an den Fahrgeschäften und Serviceeinrichtungen deutlich anzuheben. Okay. Warum sollte ich das jetzt hier nachgucken? Ah, okay. Weil wir hier Gewinne und Verluste sehen. Wir sehen jetzt im März, wo ich hier bin, Baumaßnahmen waren recht teuer. Verwaltung minus 10, Fahrgeschäfte 39. Löhne etc. bla bla bla. Aber, wie ihr seht hier, wir nehmen quasi nichts ein, ne? Wo sehen wir denn hier unsere Einnahmen? Oh, da haben wir wirklich keine. Ja, Parkeintritt nix. Fahrgeschäfte machen nur Verlust. Also, sollten wir jetzt, am Parkeingang und so weiter die Preise ändern. So, hier. Ja, jetzt haben wir natürlich keinen. Also bei den alten Theme Park Spielen, da hatte ich natürlich dann irgendwann so ungefähr so ein bisschen raus, wie viel man da nehmen konnte. Jetzt nehmen wir mal einfach mal 5. Hier komme ich ja wirklich günstig rein. Führe den Park nun über weitere vorsichtige Preiserhöhungen aus der Verlustzone. Deinen aktuellen Erfolgsstand findest du immer im Menü Aufträge oder im Menü Statistiken. Oben. Achte bei den Preiserhöhungen darauf, dass die Besucher nicht über zu hohe Eintrittspreise meckern, sonst werden sie die Einrichtung vermeiden und die Umsätze brechen wieder ein. Entsprechende Kommentare findest du jeweils nach Auswahl der Fahrgeschäfte und Service-Einrichtungen im Informationsmenü unten rechts. So, den Eintrittspreis finde ich angemessen. Jetzt gucken wir mal in die Statistik rein, ob sich da schon was getan hat. Aber hier haben wir nicht Verluste. Und da sehen wir natürlich noch nichts, weil, ja, gab für mich genügend Stände für Süßigkeiten. Kaum Wartezeit, Daumen hoch. Der Park war nicht besonders dekorativ gestaltet. Okay, so zufrieden sind die irgendwie nicht, ne? So, dann wollen wir mal gucken. Also hier so die Kraken und Co. Wie sind die? Kann man da auch die Auslastung sehen? Das wäre natürlich cool. Erwirtschaftet einen monatlichen Gewinn von 50. So. Die Preise hier sind genau richtig für mich. Genau richtig. Kommen wir hier wirklich günstig rein. Heben wir noch ein bisschen an. Können wir denn vielleicht auch an den Snackautomaten die Preise und so anpassen? Nee, können wir nicht.
Aber wir können sagen, was hier angeboten werden soll. Sie haben Wasser, Zitronenlimo nehmen wir mal und Dschungelcola. Gilt das denn für alle Automaten? Das wäre ja cool, ne? Erdnüsse, natürlich. Also das wäre natürlich schade, wenn das jetzt für jeden Automaten einzeln anzuwählen wäre. Das wäre natürlich dann sehr, sehr, ja. Ich glaube, mit dem Schalter können wir es auf alle übertragen. Und wie ich das rausfinde, das machen wir jetzt einfach mal so. Jetzt müsste es hier zurückgesprungen sein, wenn meine Theorie stimmt. Jawohl. Okay. Und Süßigkeiten natürlich auch mehr anbieten. Jetzt sind wir im April und im letzten Monat haben wir natürlich noch nicht viel eingenommen. Wie machen wir das denn, damit wir mal hier... Auf jeden Fall, wir nehmen aber jetzt Geld ein. Das sieht ganz gut aus. So. Ich komme ja wirklich günstig rein, immer noch. Und die Preise an den Fahrgeschäften sind genau richtig. Wir hatten natürlich noch hier diese Mini-Ride-Dinger. Ach komm, das lassen wir mal. Erhöhen wir mal auf 8. Und dann lassen wir mal die Zeit ein bisschen vorlaufen hier. Hier gibt es auch nochmal Statistiken. Was ich schade finde, ist, dass wir das hier nicht verschieben können. Also einige Sachen können wir verschieben, einige nicht. Das ist ein bisschen... Mir leuchtet noch nicht ganz ein, nach welchem Schema das läuft, ehrlich gesagt. Und wir warten auf den nächsten Monat, um dann ein bisschen nochmal... um dann ein bisschen zu schauen. Da haben wir Mai. So, jetzt gehen wir mal wieder langsam hier. Langsam. Und wir haben wieder keinen Gewinn gemacht. Aber wir haben 219 Eintritt, Fahrgeschäfte. Und dann sehen wir hier unten. Ne, ist das hier die Zusammenfassung? Genau. Gewinn 92. Okay, 92 Gewinn. Und wir sollen haben wie viel? Oh, mein Auftrag. Klick auf die Schaltfläche weiter. Na toll. Respekt, du hast den Park erstmalig aus der Verlustzone geführt. Damit hast du den ersten Schritt vom erfolgreichen Parkgestalter zum erfolgreichen Geschäftsmann gemacht. Wenn du weiter versuchst, alle Besucher maximal zu begeistern, so erhältst du immer mehr positive Wertungen im Parkgästebuch und deine Parkbewertung steigt weiter an. Wenn die Parkbewertung dann 100% erreicht und du keine finanziellen Verluste machst, erhält dein Park einen zusätzlichen Stern. Gehe aber nur noch weiter und ich schenke dir bereits jetzt einen Parkstern. Yay! Glückwunsch, deine Parkaktivität ist gestiegen und deine neuen Bauoptionen wurden freigeschaltet. Es werden nun Besucher mit neuen höheren Ansprüchen kommen. Achte darauf, deshalb, dass die Parkaktivität mit höherer Parkaktivität vorhanden ist. Deine Besucher haben mit jedem zusätzlichen Parkstern erhöhte Ansprüche. Hier habe ich noch nicht nach dem Preis geguckt, fällt mir gerade ein. Für mich sind das günstige Preise hier. Deine Besucher haben mit jedem zusätzlichen Parkstern erhöhte Ansprüche an die Einrichtung des Parks. Machen wir kurz Pause hier, sonst... So. Über das Aktivieren von Upgrades kannst du einige der bestehenden Einrichtungen entsprechend attraktiver machen. Wähle als Beispiel das Piratenriesenrad Blackbeards Steuer an und drücke danach den Schalter Upgrades im Menü unten rechts. Aber wisst ihr was? Ich halte es für eine echt tolle Idee, dass wir es in der nächsten Folge machen. Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Wann die nächste Folge kommt, das erfahrt ihr wie immer auf gardehol.de, auf tv.gardehol.de. Und ja, ich würde mich über ganz viele Daumen freuen hier, während wir hier ein paar Platzhalterspiele aufnehmen für Prison Architect. Und ja, eigentlich ist es gar keins, denn es macht mir irgendwie Spaß. Ne? Guckt euch mal die ganzen Details an. Ja, also, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Haut da mal rein und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Wenn es euch auch gefallen hat, dann schreibt es doch in die Kommentare. Lasst mir einen Kommentar oder einen Daumen da, würde ich mich echt freuen. Also bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen und tschüss.